Hey und willkommen zu Episode 2 meines Avatar Frontiers of Pandora Let's Play. Dann wollen wir mal weitermachen. Letztes Mal haben wir hier aufgehört an dem Punkt, wo wir den Bogen bekommen haben. Und jetzt müssen wir zum Wasserfall und boah, anscheinend da irgendwie raufkraxeln. Bogen haben wir immer noch. Sehr gut, hab nicht viel vergessen seit der letzten Episode. Ach, auch hier haben wir wieder Sticks, die nehmen wir doch gleich mit. Damit können wir die schönen Pfeile craften. So, Wasserfall da. Wir gehen schon in die richtige Richtung. Könnt ja besser nicht anfangen. Oh, was ist denn das? Ah, das sind auch diese rehähnlichen Alienwesen. Wollen wir mal schauen, ob wir noch einen erwischen. Wie ich letztes Mal angedeutet habe, Fleisch ist sehr wertvoll. Sieht man auch gerade, meine Hungerleiste geht schon wieder. Okay. So jagt man in dem Spiel übrigens. Haben wir nicht viel für machen müssen. Ich hoffe, das liegt hier irgendwo. Das ist wieder... Uiuiui. Da hätte es mich aber beinahe auch erwischt. Lass mal die mal hier hochgehen. Ist das Reh entkommen? Ich komme mit dem Scanner noch nicht ganz so klar. Ich dachte, das hat voll auf die Rübe bekommen. Da liegt es auch. Hexapede meinte ich natürlich, kein Reh. Ich werde es vielleicht öfter als Reh bezeichnen. Ist deutlich kürzer. Was ist denn das für ein Baum da oben? Uiuiui. Wieder die explodierenden Dinger und ganz viel davon. Haben wir die eigentlich schon gescannt? Kinglaw Forest Vainport. The pot of this plant is filled with gas and will burst if touched or damaged. Ja, anscheinend nicht nur, wenn es touched ist, auch wenn ich zu nah hier bin. Na? Ah, anscheinend doch nur, wenn touched. Dann bin ich relativ dämlich, was das Nicht-Berühren von giftigen Pflanzen angeht. Ii. So. Was ist das? Das ist wieder dieser Fountain Tree, wo wir mit duschen können. Das ist wunderbar. Dann wollen wir mal Richtung Wasserfall. Boah, das Wetter ist so durchwachsen, würde ich sagen. Bisschen schade. Ich hatte gehofft, hier wäre jetzt gleißendes Sonnenlicht. Naja. Schauen wir mal uns um. Da sind so Flugviecher. Sind das wieder Insekten? Kann ich die scannen? Habe ich die schon gescannt? Moon Scrap, ich glaube, die habe ich schon gescannt. Jo, irgendwelche Insekten mit vier Flügeln. Bräuchte ich persönlich. Oh, was ist denn das? Hammerhead Titanoder. Titanoder. Ich nenne es, Rhinoceros oder so, keine Ahnung. Fette Hammer, Landhammerhaie, was auch immer. Ich glaube, die kann ich nicht so leicht ausschalten, oder? Uiuiui. Da ist aber jemand sauer. Ich glaube, das lasst mal erstmal gut sein. Ich hoffe, die können nicht auf Bäume klettern. Da sind wir ja gerade noch nicht sicher. Ich glaube, ich gehe in die falsche Richtung. Aber ich mag es immer, wenn man ein bisschen auf Bäumen und Ästen sich hochhangeln kann, dass man ein bisschen Übersicht hat. Ich glaube, hier ist nichts Interessantes, zumindest aktuell noch nicht. Dann wollen wir mal schauen, wie wir da am Wasserfall hochkommen, ohne von giftigen Pflanzen kaputt gemacht zu werden. Den Bogen kann ich wegstecken. Oh, was... Rote Tiere. Wieso haben die denn so viel Leben gehabt? Ich weiß noch nicht, ob die Tiere hier eine besondere Schwachstelle haben. Ich glaube schon. Also zumindest Headshots sollten zielen. Bei den Rehen ist das auf jeden Fall der Fall. Viperwolf. Die haben Zapfen. Ah, diese Pflanzen. Okay, der andere will uns anscheinend nicht angreifen. Der hat Angst bekommen. Zu Recht. Na gut. Was ist denn das hier? Shadow Spurs are plants which releases pots containing seeds into the wind which fall and explode after some time. Hier. Dann legen wir uns mal auch nicht mit der Pflanze an. So, Bogen wieder weg. Und schön hoch hier. Und hier wieder das komische Springen, gedrückt halten, aber loslassen,
bevor man abspringt. So. Das hat bei dem ersten Versuch, das aufzunehmen, nicht so gut geklappt. I don't know where I am. See the great cliffs by the waterfall. Find your way to the top. At the fall's crest, a hollow log points the way to our camp. I'm waiting for you there. Na gut. Also nochmal springen. Hui. Habe ich den Baum schon gescannt? Nee, habe ich nicht. Was ist denn? Horntelu. A large Raupenähnliches. Wo ist das denn hin? Ist es in den Baum rein verschwunden? Ja. Ich halte mich erstmal fern von den Insekten. The waterfall. Resistance base must be above it. Ich schätze mal irgendwo da, wo die Antenne ist. Ist aber nicht sehr gut getarnt. Insekt am Boden. Oh, aber langsam abgestürzt. Na gut. Da ist ein Loot-Container. Oh, da ist kein Loot-Container. Ich will doch nur looten. Yeah. Kann man sich schön hochhangeln. Loot-Container. Wird auch Zeit. Und wieder Ersatzteile. Ich werde nicht mehr. Was ist das? Liftwine. Liftwines can be used to ascend or descend. They have a strong tendril that retracts when touched as a defensive mechanism. Hitting a closed liftwine causes a tendril to lower. Praktisch. Können wir uns die Lianen erschießen, indem wir uns hochseilen? Na, hat ja gut geklappt. Na gut. Wir müssen ganz nach oben. Alles noch scannen, was scannbar ist auf dem Weg, aber das sieht hier gerade nicht so aus. Schon eine echt schöne Welt. Hui. Ja, gut. Hui. Diesmal hat es geklappt. Das sind wieder diese Moonscraps, aber diesmal leuchten die. Dann wollen wir mal. Hui. Na, wunderbar. So langsam komme ich mit der Steuerung klar. Wo ist denn der Hollow Log, der irgendwo hinpointen sollte? Ich schätze aber mal, das große Camp-ähnliche Ding ist das Camp, wo wir uns treffen sollten. Die Musik stimmt mir da auf jeden Fall mit. Stimmt dazu und stimmt uns ein auf den Campbesuch. Hat die schon gescannt? Spiny Whip, Methan Scented Plant with Tendril-like Whips on its top. Hier. Können wir schön Methan abbauen. Können wir vielleicht doch den Truck irgendwann fahren? Vielleicht auch nicht. Ja, schön atmosphärisch hier. Vielleicht aber nicht ganz gut getarnt, würde ich jetzt mal sagen. Zumindest sieht man Feinde gut von Entfernung, weil man so hoch liegt. Resistance Headquarters. Das hört sich doch wunderbar an. Da wollte ich ja hin. Weil ich kann den Knopf erstmal wegstecken. Und ich muss was essen. Oder ich sollte was essen. Sehr schön. Hallo? Hallo? Ignoriert mich nicht. Unfreundliche Menschen. Unfreundlich alle. So, irgendwas Neues? Biomimetic Solutions. Exactly, like the dorsal sail of the Soundblast Colossus. Its aperture membranes letting air in and out. Airship nacelle armor? Air filtration? Or cooling systems? So many applications. Okay, hallo? Will jemand mit mir reden? Hallo? Hallo? Okay. Ich schätze mal, die halten noch nichts von mir. Schade, dass ich mit denen nicht interagieren kann. Nee, gut. Glaub, da hat's geleuchtet. Ja, das sieht richtig aus. Dann wollen wir mal.
It is soundproof, Bria. Bria, wir hören dich nicht. Jin thinks he's got it figured out now. Oh my gosh, another one. I am so glad you're here since, you know, there's so few of you left. Oh god, I'm so sorry. Welcome to Resistance HQ. Die ist mir zu anstrengend right. Jetzt im Moment. Oh well, Nati Kamie. Alles gut, ganz ruhig. What? There you are. Over here. Okay. That went well. They like you. Everything's fine. Just breathe it out. Er redet gerade mit mir. Okay. Ich muss meinen Scanner halten, um alles zu looten. Stimmt gerade dran. Sulfurpot. Einmal und das gleich zweimal. Und das... Stun Grenades. Wunderbar. Ein Fass voller Leckereien. Nee, ein Fass voller Polymer-Sticks. Ah, auch nur Sticks. Hey. Ich wollte doch nicht rauf. Oh. Ihr wollt doch nur looten. Lasst mich wieder rein. Ja. Wo ist mein Quest-Objective? Ah, die leuchten zumindest so, als hätten sie mir was zu sagen. Wollen wir mal. Und den mit der Mütze, den kennen wir ja noch. Und die andere, glaube auch, das ist Alma, oder? I'm so glad to see you. We heard the shooting and Alma said to run for it. Are you okay? Shaken. Sotlet got me out. Where are the others? Brinella and Nor made it too. But they decided to spend time outside. I don't think they should. Isn't it dangerous? Don't worry, you're all safe now. That's what matters. What happened back there? Top was in ruins. Mercer ordered it destroyed when they evacuated. I watched the walls collapse in. On you. I thought you were dead. Then Priya heard the RDA on the radio talking about a signal at Tap. I was afraid to hope. How long were we in there? It feels like you left yesterday. It, should feel like that for you, but it's been nearly 16 years. What? Das ist eine Zeit. Alma, that can't be right. You need to understand. Seeing you all again today, you have no idea how much that means to me. I failed you. Das ist richtig. I won't make that mistake again, I promise. Look, take some time. Raj will get you cleaned up. Taylan knows his way around already. He can show you. This can be your home now. You'll see. Na, bin ich mal gespannt. Trotzdem 16 Jahre. 16 years. It doesn't feel real. Yeah, I don't know. I don't know what to think about that. Ich muss mit ihm rumlaufen. We can be at home here. I feel it. And it's cool here, right? So much cool tech. Ja, sure. Es ist gemütlich. Seems pretty busy with those not be they gemütlicher als der Bunker, in dem wir davor waren. Vor allem, dass wir hier zum Ausgang können, stimmt mich dann doch ein bisschen positiver. He's over there. That's Raj? He's cool. Kinda. I think everyone's just getting used to us being around. Hallo, willst du nicht mit mir reden? You must be Raj. Oh. It's Rajinder. Oh, I'm sorry. Alma said. I know Alma. Alma calls me Raj. I don't know you. I'm new. Relax, new. I knew you were coming. Sleeping all this time. Oh, you must be well rested.
I have fresh clothes ready for all of you. Alma didn't tell me you were missing a sense of humor as well. Ob das so guter Humor war? Gut, der hat Kleidung für mich, dann wollen wir mal. Sicher? Was kann ich mir denn... Meine Spare Parts, die ich aufgesammelt habe, sind Währung in dem Spiel. Und um das coole Zeug hier zu kaufen, brauche ich mehr davon. Was kriege ich denn? Ah, die Lumpensäcke kriege ich kostenlos. Ja, ich meine, warum denn nicht? Es ist kostenlos. Was soll man sich da groß beschweren? Was ist denn Designs? Nothing available. Boah. Keep yourself in one piece. Dankeschön. Okay, die muss ich jetzt irgendwie wechseln. Und... Na gut, ich fühle das... mir gefällt das Ambassador-Shirt besser. Ich fühle das Tanktop nicht wirklich. Ah, naja. Naja. Und einen großen Lendenschurz. Sehr gut, so gehört sich das. Muss viel verdecken. Do you... Can I give you anything for these? You get a freebie. This time. Special circumstances considering. Usually, so? We take what we can get around here. If you find something good, let me know. Sehr gut. Hat uns angefixt. Erste Mal ist kostenlos. I think I like them. Well, I want to keep my hat and some other bits and try out some of the tech. You have to meet this Alex guy. He's like an inventor. You settled in fast. Well, it's weird being out of tap, but everyone here's been super nice. Na, da bin ich mal gespannt. Also, wo ist der Alex? Ah, da sitzt er ja. Auf Augenhöhe können wir reden. Talon, can't keep away, I see. And you brought another Navi. Alex builds stuff. Mechanisms and technology for all kinds of communications and discovery. And a little chaos, if I have the tuning right. Ja, sympathisch. See this? This is Sid, my systems interrogation device. Good name, right? Bit of a mouthful, perhaps. Hajir thought it was a little much, but what does he know? I designed it with Navi in mind, a little troublemaker for RDA technology. Cobbled it together with old RDA parts. And tech parts? Yes, well, we could probably scratch that off or paint over it, you know, if you like. I've been trying to get Alma to test it. Oh, we could test it. Can we? We can test it? That could be fun. I can make one for each of you. Go ahead. Get a feel for it. Kann ich damit Leute tasern? Okay, ich muss 5 drücken. You can find the faulty wiring in our air filtration. See the wires running under the floors here? You should be able to track those to the maintenance panels. Give it a go. Wieso hängt der jetzt hier mit 2 Schraubenziehern rum? This lull to research new tech. Na gut, dann mal dem Kabel nach. Was? Okay. Ah. Jetzt mit Q und E die Kreise gleich groß machen. Okay. Ah, keine Sorge, ich denke, hier können wir auch Zitronen anbauen. Ist ja ein sehr fruchtbarer Planet. Okay, ich glaube, hier ist es. Nochmal dasselbe. Ah, ich mag das Minispiel, das ist so schön einfach, das krieg selbst ich hin. Besser als nur einen Knopf zu drücken. Wird vielleicht nach dem 50. Mal auch ein bisschen nervig. Aber zumindest kann ich ein bisschen mit was interagieren. I think I found the fault. Just a little hack and the system will reset. Do you mind? Das Minispiel. Das ist auch ganz nett. Das ist ein schön leichtes Hacking-Ding. Bisschen. I think I got it. Ah,
Labyrinth. You see, it is a useful tool, isn't it? I told Alma this. This is our future. I must say, I'm looking forward to seeing what you do with it. Nice to have one's work come to something. But I've ordered you about enough. Alma's gathering everyone for a briefing. I believe your friends are still exploring outside. That pollution's disgusting. Right? Poke it. You poke it. Go on, it's all mushy. Poken. Look. I mean, it's a mushroom, so I guess that makes sense. But now with extra mush. Kann ich mal anfassen? I hope the clients will keep visiting us. So redet hier niemand mit mir. Und was machst du da? Okay. Ja. Wusste ich schon, dass das sinnlos ist. So, ich glaube, wir müssen nach draußen unsere Freunde finden. Muss ich einen Ausgang finden. Der war doch irgendwo hier. Ah. Einmal im Kreis gelaufen. Oh, Waffen. As in literally bumped into her? Krieg ich die Waffe? Um einmal kurz, geht mal her, ich kann damit umgehen. Her damit. Her damit. Ja, das würdest du am liebsten machen. Uns hier auch noch vertreiben. Also noch habe ich nicht das Vertrauen in die Leute. Vor allem, weil sie mir keine Waffe anvertrauen. So. Ah. Da leuchtet doch was. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wo es da hingeht. Wie es da hingeht. Oh. Da sitzen sie ja. Oh, ich kann was inspizieren. Ne, bin zu weit weg. Hat zwar kurz getriggert. Genau unter uns. Hoffe ich mal, dass es... Wer redet denn da schon wieder? Ich glaube, hier geht's lang. Sieht das schön aus mit dem Lagerfeuer. Kann ich die Pflanzen scannen? Nein. Said you made it out. Sehr gut. Hallo, Freunde. I've forgotten how it feels to simply sit in the breeze. Taste the sweetness on the air. Not listen to Mercer talk about their civilized culture. There are more colors than I remember. I have no names for them. We'll learn their names. We'll relearn all the Sara in two ways. Why do you think Alma waited to bring us here? Why didn't she check Tap before? Das ist eine gute Frage. It's not safe now. Who cares? We are free. I want to run until my lungs ache and my legs give out. We could leave, you know, right now. Where would we go? Wherever we want. All of us. What do you think? You, me, Inela, Telan? We could live as Sarentu again. Alma brought us here for a reason. She's gathering everyone inside to talk. She must have a plan. Don't stay here for her. She wants to control you. All the humans do. No, they don't. Alma was always kind to us. The people here like her. And they're nice, aren't they? They seem nice. Priya let me use her radio. I believe they want to help us. Let's go see what Alma wants. Ich glaube eher, die will, dass wir ihnen helfen. I doubt that. Da bin ich auf Nors Seite. Come on. Everyone's waiting. Ja, ich stehe ja schon. Just give me a minute. The light is different out here. Ein Food Basket. Egg stuffed mushroom. Was ist das? Ein Stash. Aber ein leerer Stash. Okay, anscheinend kann ich hier Zeug einlagern. Warum auch immer. Ab ins Wasser. Oh, schade, geht hier nicht weiter. Obwohl, da unten würde ich vielleicht durchkommen. Müsste ich mich nur ganz, ganz klein machen. So. Irgendwas, was man hier noch looten oder scannen sollte. Was ist denn das hier? Changing place. Oh, geht weg. Ah, place where Navi can adjust their appearance. Changing places can usually be found in Navi Clan homes. Oh, das ist also mein Zuhause. Was ist das?
Ah, okay. Nur noch Bestandteil des Changing Places. Hier ist eine Höhlenmalerei. Die kann ich leider nicht scannen. Okay, bin am Stash dran, deswegen stand da Use. Boah. Ist das mein neues Zuhause hier? Nicht bei den Menschen, sondern irgendwie unter deren Basis, weil die mich nicht ausstehen können. Oh, Crafting Table haben wir anscheinend. Sehr schön. Wollen wir, glaube ich, mal wieder rein. Oh, hier ist ja auch ein Eingang. War das nicht der, durch den ich am Anfang gegangen bin? Keine Ahnung. So, wurde kurz desinfiziert und ja, einmal zu den ganzen Leuten da. Was ist hier? Eine Notiz. Keine Neuigkeiten steht dran. Ich glaube, Notizen muss man nicht unbedingt lesen. Komm her. Eine kleine Waffe. Ich nehme auch meinetwegen eine Warnweste mit. Ich habe die Orientierung verloren. Gehen wir mal zu unseren... Naja, nennen wir sie mal Freunde. Founder of the TAP program. The Saturn II know him all too well, but for many of you, he is a new face. He has returned to Pandora as the executive vice president of Frontier Operations, alongside your old friend from TAP, Colonel Angela Harding, as his head of security. He is ambitious, self-serving, egotistical. And you worked with him. We have been fighting the RDA for many months now. What difference can this man make? Mercer's tactics are aggressive. That, coupled with his frustrations over TAT's failure, we need to strategize. Our outreach work with the nearest clans has been difficult. Some Aranaihe were willing to fight, but after suffering and losses on their side, they've since withdrawn. We haven't explored further than the Zeswa. They're fierce, but they're unwilling to make a human alliance. Your clan was one of travelers, storytellers, diplomats. Respected. The Na'vi might listen to you. We have a pollution spike close by. Also like müssen really die close. Uns doch benutzen, weil sie keine Verbündeten kriegen. They're here. With Mercer. No, not him. Pollution is caused by RDA machinery. They must be setting up a regular drill site. Carving up the land. Poisoning it. Turning it to sludge. They've never been this close to HQ before. If they go wandering, they'll find us for sure. We're spread thin right now. Solek, can you establish a safe perimeter? Anka, try and reach Hajir over radio. I can try to shut down that drill site. I think I have the hang of Cid now. I don't think that's such a good idea. Let them go. I've seen them fight. They'll be fine. Das stimmt, wenn man mir eine gescheite Waffe gibt. The rest of you, get ready to intercept any other patrols. Keep your radios on. Be ready. If the RDA see you at their drill site, they will engage. Remember what I taught you. Craft your arrows, focus your senses. There are supplies by the main airlock, should you need. Dankeschön. Samson really needs a refresh. I should do something nice for Jin. Maybe do it. Ich glaube, da ist ja einfach der Ausgang. Maintenance-Raum. Auch eine Craftbench. Was können wir denn machen? Fine Crafting Design. Das kostet mich. Animus. Kann ich das craften? So viel? Nö. Kann hier nichts machen. Für die Rübe gibt es auch nicht. Kann ich mir auch nicht leisten. Kann mir ja hier gar nichts leisten. So was. Na gut. Boah. Dann wollen wir mal nach draußen gehen und den pneumatischen Tower Echo zerstören. Geht leicht von der Zunge der Name. Es regnet. So, wo muss man hin? Ich glaube, pneumatischer Tower Echo. Kann ich irgendwie die Karte drehen? Ja. Okay, ich schätze mal, obwohl das lila Ding hier interessant aussieht,
müssen wir erstmal hier zu dem Tower. Sollt vielleicht noch sehen, südliche Richtung. Na gut, wir haben einen Kompass oben. Süden, Süden, Süden. Da lang. Ja, kommen wir ja schon. Irgendwer, der hier noch reden will. So viel Pfeilmaterial. Ich glaube, da machen wir gleich erstmal Pfeile nach. Ja, damit. Und was ist eigentlich das? Irgendeine Lanze. Grenade Arrows. Sehr schön. Ach, und mit C kann ich die wechseln. Wunderbar. Wollen ja nicht, dass irgendwas hier erstmal schief geht. Leopard Palm. Best Quality Rain. A plant similar to a small palm. A great source of fruit. Und es regnet ja gerade. Kann ich dich jetzt mit dir nicht interagieren? So. Du hast gerade gesagt, dass du eine gute Ressource bist. Binary Sunshine, a strange lamp-like plant that responds to nearby threats with specific bioluminescence colors. Okay. Ein Glück sind wir gerade keine Gefahr. Süden haben wir noch. Dann wollen wir mal Richtung Süden gehen. Oh, die Bäume sehen aber gruselig aus hier. Also, was auch immer das da ist. Tentakelbaum. Achso, das ist einfach nur so eine Lift Vein. Was ist denn da im Wasser? Sind das Haufen Zitterale? So sah es zumindest aus. Seid ihr gefährlich? Kann ich euch scannen? Oh, ich höre was. Nee, keine Ahnung, was das ist. Und du bist ein was? Forest Seaweed. Okay. Und das ist auch ein Minispiel. Ja, das spielt mal regelmäßiger. Achso, ich muss links gedrückt halten. Okay, und dann steht was dran. Tja, geerntet. Ja, eigentlich schön, dass man hier mit Minispielen mit der Welt interagieren muss. Auch hier würde ich sagen, das wird eventuell nervig mit der Anzahl der Ressourcen. Und hier ist die Animation einfach ein bisschen... Naja, wer zweideutig denkt, hat hier auch seinen Spaß. Tja. Dann wollen wir mal aber... Sehr schön. Dann machen wir uns mal wieder Richtung Süden auf. Das sind, glaube ich, diese Medizinpflanzen. Daffofett heißen die genau. Aber ich bin voll... was bist denn du? Dire Horse. Fast Running Herd Animals. Das Navi. Hey, warte. Ich dachte, ich kann dich jetzt reiten. Du hast Horse im Namen. Komm zurück. Na gut. Mal aufs Missionsziel konzentrieren. Shimmyfly. Halt mir ja vom Leib. Gar kein Insektenfreund. Das war nicht der Pandora Way of Life, aber echt kein Insektenfreund, muss ich sagen. Sind zwar nützlich, aber die sind auch nützlich woanders. Das ist, glaube ich, wieder einfach so eine Medizinpflanze. Wieso ist das hier denn so schwarz? Das sieht hier nicht schön aus. Sieht ja aus wie irgendwie... Das wäre alles korrumpiert. Ah, das ist die Pollution. The Javelin Stage of a Giant Fern-like Plant. A Cold Leaf on Furls. Ach so, das hat man schon. Aber das ist die polluted Variante. Interessant. Hey Priya, I'm near the drill site. Oh, da ist sie, ja. It's... Every time the RDA sets up somewhere, it's the same thing. Their equipment pollutes everything around it. Everything. But hey, Pandora is strong. Shut down those drills and the land will recover. One sec, I'll check the schematics. You have those? Being ex-RDA's gotta have some benefits, right? I'm kidding. They're not fun people. Looks like we've got two things here. The cooling unit on the drill and a generator. Probably at the edge of their site. What about the RDA? Well, you can probably shut down the site without engaging them, if you want.
Unless, you know, they see you doing it. Natürlich engagieren wir die. Je weniger RDA, umso besser, dachte ich. Was ist denn das hier, diese große Ananas? Hermit Bud. Large Herb with Gigantic Blue Petal Flower Cluster with Spiny Cactus-like Center. So hätte ich das auch beschrieben, natürlich. Oh, hier ist sehr viel schon gestorben. Also, da müssen wir mal schauen. So, vielleicht doch die Granaten mal verwenden. Die kenne ich zumindest auch noch nicht. Da ist der Mech und ich glaube, die zwei leuchtenden Sachen müssen wir abschalten. Und die roten Sachen müssen wir ausschalten. Probieren wir das mal. Oh, das war gar nicht so schlecht. Ich glaube, die Pfeile sind aber teuer. Oh, da rennt es aber auf uns zu. Nein, nein, nein. Boah, der ist aber... Ja, hab die Pfeile aus Versehen gewechselt gehabt. Na gut, hat er auch ein paar Granaten in die Fresse bekommen. So. Scannen wir mal. Danger. Kann ich hochjagen. Und hier ist voll zum Looten. Ich weiß, ich bin mitten im Kampf, aber... Bevor ich es vergesse. Die müssen ja eh erstmal ein bisschen rankommen. Ich muss sagen, das macht schon hier mit Pfeil und Bogen auch Spaß. Bin aber mal gespannt, sobald man die erste Waffe in unsere Fingerchen bekommt. Munition dürfte ja nicht so knapp sein. Hört mal auf, daneben zu schießen. Oh, jetzt habe ich auch angefangen, daneben zu schießen. Was heißt Reinforcement in 15 Sekunden? Kann ich was dagegen tun? Oh. Hört mal auf, hier nachzuspawnen. Ich muss mal kurz nachcraften. Ups. Craft, craft, craft. Ich glaube, da sind noch welche gekommen. Ja, da stehen sie rum. Die stehen auch nur rum. Na, jetzt nicht mehr. Das sind coole Pfeile. Ja, ist ja gut. Wieso treffe ich den denn nicht? Ich bin viel zu niedrig. Na gut. Was dagegen hilft, ist ganz nah rangehen, sodass ich nicht verfehlen kann. Geronimo! Hey! Nicht ins Gesicht. Wieso geht's mir gerade nicht gut? Ah, ich muss wieder was essen. Sonst regeneriere ich ja keine Hilfe. So. Was kann ich denn von euch looten? Oh. Eine Pfeile anscheinend nicht. Auch sonst wird mir im Scanner überraschend wenig angezeigt. Ich will doch meine Leute looten, die ich hier ausschalte. Aber hier, toll, auch nur wieder Sticks. Hier muss ich, glaube ich, mit dem schönen Teil... mich reinhacken. Okay, das ist ziemlich einfach, muss ich sagen. Und nun? Was ist denn? Ich hab da gerade reingetroffen. Ah. Sehr schön. Lasst alles explodieren. Ach, das erinnert doch ein bisschen an Just Cause 3. Also mich zumindest. Sind zwar komplett unterschiedliche Spiele, aber da gab es auch immer so Basen, wo dann alles explodiert ist. Ah, schöne Kindheitserinnerung. Oh, das ging schnell. Sieht auch nicht mehr ganz so düster aus, obwohl es jetzt Nacht ist. Can you hear me? I'm out with the others. We heard that bang. Is everything okay? I shut down the drills. We should be RDA free for a while. Well, we found something up high, like a big flower. The others
are excited, but I don't know. I'm not sure. Will you come look? Ja, ja. Ich hab jetzt vor einer Blume nicht unbedingt Angst, wenn sie nicht gruselig aussieht. Do you see the butterflies? At least I think they're butterflies. Follow them and you'll find it. Ah, ich glaub da hinten. Thailan ist der bisschen Menschensympathisierende von uns. Der mit der Mütze. Finde ich auch nicht so schlecht. Da sind nochmals Sticks. Aber ansonsten ist es gerade echt dürftig mit dem Loot. Das ist ein bisschen schade. Ich bin eigentlich mit der Erwartungshaltung rangegangen, dass ich hier alles meine blauen Taschen voll machen kann. Aber das ist echt, echt dürftig bis jetzt. Schade, kommt vielleicht noch. Das wird mich nicht so freuen, wenn jetzt der Loot sich auf Sticks und Ersatzteile irgendwie bezieht. Naja, wir werden sehen. Nächstes Mal den Schmetterling nach, ähnlich wie in Harry Potter, wo man den Spinnen nach musste. Das müssen wir zum Glück hier nicht. Hoffe ich zumindest, dass es keine Spinnen gibt. Zählt für mich auch zu den Insekten, mag ich nicht. Genau, aber ich würde sagen, das reicht für die Episode. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.